Hallo, herzlich willkommen auf Marius' Channel. Heute machen wir einen ganz leckeren Nutella-Kuchen. Und wie ich den mache, das zeige ich euch in diesem Video. Wir brauchen als erstes 4 Eier. Wir gehen auf Stufe 3 und 6 Minuten. Das muss man 6 Minuten rühren. So, nicht vergessen, ihr braucht euren Schmetterling. Und starten. Ja, schaut es euch an. Ganz cremig, ganz lecker. So, jetzt geben wir 200 Gramm Nutella hier rein. Ja, Rico. Das Ganze wird mit dem Schneebesen gerührt, bis es Schoko ist. Leute, ich sag's euch, das gibt hammermäßig. Eigenes Rezept wieder. Ganz, ganz lecker. Schaut mal, wie das schon aussieht. Einfach gemacht, super schnell und hammerlecker. Könnt ihr vielleicht gucken, dass eure Nutella schön warm ist. Dann lässt sich das besser vermischen. Aber ihr seht, es wird schon. Es gibt einen hammerleckeren Nutella-Kuchen. Das verspreche ich euch. So, ihr braucht nur eine ganz kleine Backform. Die habe ich jetzt eingebuttert. Also einbuttern und mit Kakao bestreuen. Es gibt keinen riesigen Kuchen. Es gibt einen Nutella-Kuchen, der wird nicht so hoch. Aber hammerlecker. Und das füllt ihr jetzt hier rein. So, das Ganze kommt bei 180 Grad für 40 Minuten in den Backofen. So, so sieht unser Nutella-Kuchen nun aus. Ideal für Geburtstage, für die Kinder. Und jetzt wollen wir dann auch mal einen Anschnitt machen, um zu sehen, wie er dann auch aussieht. So lecker sieht er mal schon aus. So, schaut es euch an. Hammer Nutella-Kuchen. Schmeckt auch hammermäßig lecker. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marius Channel, ciao, ciao.